Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu GTA 5. La 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 la. Das ist schöne Musik, um Poppy zu verfolgen. La la la. In der letzten Folge haben wir sie leider verloren, die Olle. Die Olle Schnolle. Ah, okay. Da ist ein Dingenspunkt hier. Und die Karre ist wieder ganz. Das ist sehr fein. Sehr nett von dir, Spiel. Gut, das macht das ganze Ding nicht unbedingt einfacher. Bei dem Gegenverkehr. Aber je näher ich dran bin an denen, umso eher kann ich quasi auf deren Spur bleiben. Die machen den Weg frei. Wie die Volksbanken, Raiffeisenbanken, die machen auch immer den Weg frei. Oh oh. Ach Mensch. Ja klar. Warum explodierst du nicht einfach gleich, liebes Auto? Explodier doch einfach. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Leck mich doch am Arsch. Ich wünsche mir zu Weihnachten mehr Skill, okay? Mehr Driving Skills. Kann ich da nicht irgendwie grob abkürzen? Vor denen irgendwo sein? Das wäre doch cool. Ich muss nur einfach näher dran bleiben. Und sowas hier vermeiden. Das ist aber auch echt kacke hier oben. So, das war ganz gut. Das auch einigermaßen. Bitte was? Habt ihr gesehen, was der Cop gerade gemacht hat? Um Himmels Willen. Der hat sich mal übel aufs Dach gelegt. Das war auch wieder richtig kacke. Das war auch nicht allzu prall. Oh, das war ein solides Schild. Da hatte ich gerade auch Glück. So, ich kann sie, glaube ich, sowieso nicht einholen. Weil das ist, glaube ich, so mit... Ich fahre mal geradeaus weiter. Denn die fahren eh hier durch. Das wusste ich noch. Aber richtig einholen kann ich die, glaube ich, sowieso nicht, da die ja einen Unfall baut. Jetzt ist aber wieder leise hier. Ach, schon wieder Tschaikowski. Okay, gut. Sehr leises Dingensspiel, Klavierspiel, glaube ich. Ja klar, die werden halt auch immer schneller. Wenn ich schneller werde, werden die auch schneller. This is happening. So, Handykamera. Schnell, schnell. Fotos senden. An Beverly. Okay, Nummer 1 machen. Sehr gut. In der Galerie speichern, von mir aus. Huch. So. Okay, und abhauen. Bäh. You asshole. Nur weil ich hier fahre. Bestanden. Paparazzo, der Absturz. Sehr gut. Weiter. So, was haben wir noch? Hier haben wir nochmal. Ach, jetzt ist es wieder da. Gut. Dann schnell hin, bevor es wieder verschwindet. Das
Oh, Beverly ruft an. What can I say? A great journalism. Our little sex tape sent Sloppy Poppy in a full-blown meltdown. How does it feel to be on the front lines, dude? Shit, it ain't exactly Iraq, man. And you know what? I might feel a little less degraded if I was fucking getting paid. All in good time. The truth comes first. I'll be in touch. Okay, also Bezahlung gibt's nicht wirklich. Erstmal. Er überlegt sich's noch, quasi. Ob er uns was bezahlen will. Und wir sind so blöd. Und liefern ihm die geilen Schnappschüsse. Yo, what up, my brother? Check this shit out! You know Princess Georgina, that snooty English royal? She, not really. She don't kick it in Chamberlain Hills much. Well, word has it, she likes to blaze one for queen and country, if you know what I mean. There's a deal going down right now. I need you to meet my contact outside Chico's hypermarket. And try not to blow his cover, okay? All right, man. This one I got. I'll hit you when it's done. Okay, was? Ein trifft die Kontaktperson. Sind Sie die Kontaktperson? Huch. Ja. Hallo? Sie da? Yo, you Beverly's boy? Shit, I guess I am, huh? They're round back. Heavy security. I'd take a photo from the roof if I was you. Okay, I gotta go. This conversation never happened. Yeah, I got you, homie. It's good. So, und zufällig weiß ich noch, wie ich da am besten hochkomme, und zwar hier. Marvelous. I'll take it all. Okay. I am on holiday. I mean, apart from a few photo shoots with orphans and cripples, but like, I could do that in a coma. They really are the same the whole world round, you know? Okay, give me a second, eh? So like, back in England, my help would like totally do this for me, but they're like super scared of being arrested and totally banged by scary dudes in US jail, yeah? So like, so ghastly. It's just... It's such a total drag. I mean, the UK taxpayer gives them money to protect me and be my servant, so they should just, like, do what I say. Even if it's, like, lick my shoe or buy me drugs or, like, perform a sex act on my dog, you know? The taxpayer should totally get their money's worth, right? I mean, back when we had an empire, the king could, like, chop people's heads off and stuff, and that was so much better. I mean, the queen is like my granny. You know, it takes hundreds of years of inbreeding to get recessed chin, buck teeth, and snout like nose like mine. I mean, I'm a rare breed. I should be, like, cherished and stuff. Okay, here you go. This should chill you the fuck out. Oh, well, one of you apes, please pay this poor man. Really, the Secret Service has gone down the pan. So, Foto senden. I really enjoy meeting the underclass. I'm so relatable in that way. And Beverly. Hat er gekriegt, oder? Auf den Zaun gesprungen. Wunderbar. So, nix weg hier. Incredible, dude! That photo is solid gold! This is bigger than climate change! Imagine the headlines! All those Highness puns! I am gonna be rich! Don't you mean die laufen da. Oh, yeah. Mikasa, Tukasa, you know. I'll catch you later. I need to get this to print. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt mein Geld sehen. Paparazzo, Ihre Hochheit. Oh, ich wollte Leertaste drücken. Egal. So, damit hätten wir, glaube ich, alle Beverly Missionen. Und dann hätten wir Lester und nochmal Fremden Freaks. Jetzt ist Nacht. Wo steht die Uhrzeit? 1 Uhr nachts, okay. Dann sollte das passen. Dann sollte das nahe noch da sein. Dann schnell dahin. Denn noch, wie gesagt, ist es Nacht. Bam! Schön dagegen gedriftet. Meine Kopfhörer jucken. Also die jucken meine Haare.
Die kitzeln an meinen Haaren. So, wo geht's denn lang? Hier, Achtung! So. Pass auf solche Idioten auf wie mich. Da hat er recht. Wir müssen hier rein. Hallo. Boing. Das war ein Drift, ja? Ah. So, da steht auch einer. Ach, sind es die Rennen? What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny motherfucker. Okay, besorg dir ein Auto. Da sollten wir uns aber ein schnelles Auto besorgen. Und nicht das, das hier steht. Das ist eine totale Krücke. Sondern ein ordentliches Auto. Und auch nicht das Auto. Oh, komm Franklin, ein bisschen Sport noch hier am Abend. Carwash, da muss doch irgendwo ein Auto rumstehen. Sag mir nicht, dass hier kein einziges Auto steht. Hier stehen immer Fahrzeuge. Warum steht da jetzt keins? Katzen laufen rum. Lucky Placker. Was ist los mit dieser Stadt? Das ist ja auch ein ziemlich blödes Viertel, glaube ich. Wo nur ziemlich lahme Karren rumstehen. Das haben die doch mit Absicht gemacht, dass man diese rote Kiste da nimmt. Aber das ist ein totaler Schrottwagen. Was ist das denn hier? Und der ist auch Müll. Aber mit dem können wir vielleicht mal gucken, ob wir noch einen anderen finden. So, begib dich zum Rennen, sagt's. Aber nicht mit dieser Kiste. Ich fahr mal da drüben lang. Vielleicht gibt's hier was Feines drin. Oh, hier gibt's einen Wagen und einen unbefahrenen Schneeparkplatz. Oh, Winterdrift, Winterdrift. Ah, was ist das hier? Wo sind die ganzen Autos, sag mal? Wollt ihr mich verarschen? Oh, die machen auch Winterdrift. Der hier zumindest. Also Rockstar Games, das ist nicht euer Ernst. Habt ihr für die Mission alle Autos rausgenommen? Nur damit ich mit einer Schrottkarre fahren muss? Das gefällt mir gar nicht. Oh, was ist das? Ein Buffalo Bravado. Oh, und da ist, glaube ich, noch was Besseres. Nee. Oh, oh. Wo ist er jetzt? Nein, jetzt ist er abgehauen. Verdammt! Huch, was ist das? Ach, die Brücke ist beleuchtet. Hä, ist die so blau beleuchtet wegen Weihnachten? Ist ja cool. So, ich suche mir hier ein schönes Auto aus. Ja, ich habe schon ein schönes Auto gefunden. Dankeschön. Den möchte ich gern haben. Passt schon. Raus damit hier. Ein Uber macht Zion. Also BMW wird gefahren. Aber das passt schon. Der fährt sich, glaube ich, ganz gut.
soweit ich weiß. Ja, doch. Ist ja quasi ein deutsches Fabrikat, beziehungsweise ein bayerisches. Ja, der fährt sich schon gut. So, ich hoffe mal, ich fahre von der richtigen Seite ran. Nein, natürlich nicht. So, erste Reihe, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Kann ich nicht einem von denen einfach die Karre klauen? Das wäre cool. Time to go crazy! Show me what you got! Im Winter. Okay, let's go! You gotta watch out, fool! Habe ich jetzt die Olle überfahren? Ah, haut ab, ihr Idioten. Hey, lass das. Du Spaten. Schluss damit. Okay. Ich bin führend. Das ist sehr gut. Oh, oh. Das ist nicht so gut. Warte nur, ich hole euch alle wieder ein. Ihr Flach-Dinger. Ihr Flach-Piep-Piep-Piep. Nur ganz, ganz innen. Weg mit dir. Boah, ich drücke hier meine Tasten kaputt. Gut, dass die Tastatur so schön robust ist. Oh nö. Ach Mensch. Das ist doch scheiße. Das ist auch noch hier vor Franklins Tantes Haus. Runde 2 von 2. Mal sehen, ob ich die noch krieg. Ah, da ist schon einer. Ich möchte ja eigentlich Erster werden. So, jetzt. Ja, ist egal. Hast du bei mir auch gemacht. Kriegst du mal. So. Oh, wow, oh, wow. Oh. Das war gar nicht so schlecht. Huch, Schild. Das war nicht so gut. Oh, verfatzt euch. Oh, Karambolage, sehr gut. Ah, Mist, Schild wieder umrasiert. Aber Platz 1, sehr gut. Den zeige ich, wo der Hammer hängt. Mist. Sowas kostet Zeit. Und Laternen. Oder Ampeln. Uah. Und da ist die Zielflagge! Und Los Osos macht den ersten Platz. Huch. Serenta, harte Arbeit. Schnellste Runde. Toll, ich habe trotzdem nur Silber bekommen. Unfallfreies Fahren. Wie soll denn das funktionieren, um Gottes Willen? Okay. So, damit hätten wir das auch abgefrühstückt. Dann hatten wir hier noch Larry. Lester. Machen wir noch Lester und dann gehen wir nochmal ein bisschen Fallschirmspringen. Na, 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 na. Und was ich auch noch unbedingt machen muss, für mich selber, mit dem Fahrrad. Oh, hallo? Was, Hau? Du hast Glück, wir sind irgendwann drin, wir sind zu einem Treffpunkt. Hau. Okay, Hau. Huch, jetzt geht's da lang. Huch, jetzt geht's wieder da lang. Na, wie kannst du dich mal entscheiden? So, schön. Straßenrennen sind jetzt verfügbar. Zu nachtschlafender Zeit. Beziehungsweise in den Morgenstunden.
Und jetzt kommen auch so langsam die Autos wieder raus. So, wo führt uns Lester dieses Mal hin? Hui! Ja. Das war doch ein cooler Drift gegen die andere Karre. Lester will, dass ich da reinfahre? Ist das sein Ernst? Lester hat mich hierher geführt. Warum sollte ich ein fremdes Fahrzeug reparieren? Naja gut, weil ich's hab. Sollen wir den mal... Ach komm. Jetzt haben wir ihn gerade schon da. Huch. La 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 la. Machen wir eben schnell. Geht ja. Tuning Innenausstattung. Was ist denn eine Tuning Innenausstattung? Ah, who cares? Wir sind hier in Amerika. So, Hupe. Die gute Do-Hupe. So, Xenon, Neon, Frontheck und Seiten. In der Farbe, keine Ahnung, Orange. So, Nummernschild, Blau auf Weiß, hier, Gelb auf Blau. Lackierung, Primärfarbe, Matt, Schwarz, passt. Spoiler. Den hier. Federung, Wettkampffederung, Getriebe, Renngetriebe, Turbo, Turbo, Turbo. Felgentyp, Reifen, Reifenverbesserung, schusssichere Reifen, das sollte reichen. Fensterlimousine und fertig. So, jetzt, lieber Lester, haben wir die Karre getuned und jetzt bin ich über den Reifen gefahren beim Rausfahren. Schön. Oh, sieht gar nicht schlecht aus. Ach, jetzt ist Lester plötzlich woanders. So, schön. Und mit dieser Kenntnis, meine Freunde, würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt, Time to Play, hier bei GTA 5. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.